Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Wir sind hier aktuell noch im Untergrund unterwegs, haben im letzten Part einen Plooper besiegt, sind Level aufgestiegen und sind jetzt erstmal wieder in Top Town unterwegs. Und ich glaube, heute ist mal so ein bisschen Shopping-Runde. Oh, hier kommen wir auch weiter. Cool. Ich muss diesen Sound rausmachen. Sorry, Leute. Ich muss diesen Sound unbedingt mal kurz rausmachen. Okay. Und zwar war das... Ich mache also den Rabattorden mal raus und den Sound machen wir wieder weg. So. Tu mir nichts. BP, KP+. Anti-V-Hieb, Schlag. Ich mache auf jeden Fall den Power-Jump. Genau. Den machen wir mal mit drauf. Für nur 2 BP wird ein Gegner zu einem Minimonster. Er sieht dann nicht nur lächerlich aus, auch seine Stärke wird um die Hälfte reduziert. Hm. Geht bestimmt nicht gegen Bosse, wo das halt am besten wäre. Dementsprechend. Power Doubts ist bestimmt auch geil, aber auch, ich denke, später vielleicht eher besser. Wir kriegen bestimmt auch bessere Schuhe mal noch. Und dann würde ich das, glaube ich, machen. Hammerwurf kann nützlich sein, glaube ich, weil gegen fliegende Gegner und so. Aber wir haben jetzt erstmal den Powersprung wieder drin. Ausweicher. Theoretisch könnten wir KP Plus wegmachen. Dann könnten wir uns das hier vielleicht nehmen. Da kriegt man nämlich weniger Schaden. An sich nicht schlecht. Aber ich würde es erstmal so lassen. Wir lassen es erstmal so. So. Noch ein Blooper. Okay, cool. Aber diesmal haben wir uns ausgerüstet, Leute. Diesmal sind wir ready. Ich glaube, der ist stärker, kann das sein? Der sieht stärker aus. Scanner. Das ist ein Zap-Blooper. Das ist ein Zap-Blooper. Er ist elektrisch aufgeladen. Oh. Maximale KP 5, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Okay. Ein Hinweis. Wenn er Elektrizität abgibt, dann ist es ratsam, den Kontakt mit ihm zu vermeiden. Wenn du ihn verletzt, während er Elektrizität abgibt, wird er wieder normal. Seine Angriffskraft steigt im aufgeladenen Zustand auf 6. Wir sollten vorsichtig sein. Was meinst du? Ja, wie soll ich ihn denn verletzen? Im elektrischen Zustand. Ich habe keine Items dafür. Kann ich fliehen? Ich darf nicht mehr fliehen. Ach, Mann. Ich darf nicht fliehen. Ich habe auch nicht die richtigen Dinge dafür, glaube ich. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Mann. Okay, pass auf. Wir machen mal den Power Jump als erstes. Logischerweise. So, 4 Schaden. Ist schon mal ein guter Start. Jetzt kriegen wir erstmal aufs Maul. Wir hätten Ordenpunkte nehmen sollen. Ich glaube schon. So, Items. Ja, nee, wir machen dasselbe nochmal. Powersprung. So, 4 Schaden. Dann ist er dran. Kopfnuss. Let's go. Sind auf 4 Schaden. Sind wir schon auf 38. So, jetzt macht sie sich bestimmt elektrisch, oder? Ach du Scheiße. Ja, jetzt wird's lustig. Wie mache ich das jetzt? Frage, kann ich denn das Wiegenlied spielen? Macht das irgendwas bei dem? Ich probiere es mal. Weil ich kann jetzt eh nichts anderes machen. Ich hätte halt den Hammerwurf irgendwie drinnen lassen sollen. Wäre, glaube ich, ganz geil gewesen. Nö, da passiert nichts. War einfach sinnlos jetzt. Toll! Ja, lade ich mal auf. Wird er zufällig auch so wieder normal? Er ist wieder normal, oder? Ja, okay. Also er kann das nur einmal machen, danach ist er wieder normal. Ist gut zu wissen. So, 4 Schaden. Und wir machen jetzt 8 Schaden, theoretisch. Weil wir aufgeladen sind. Geil. Okay. Das geht doch klar. Das war kein Block, schade. Gut, dann den auf jeden Fall wieder. Sehr schön. Jetzt macht er sich bestimmt gleich nochmal elektrisch. Ja, wusste ich's doch. So, das ist auf jeden Fall der richtige Moment, um sich wieder zu heilen. Ne? Ich kann eh nichts machen, ich muss diesen Angriff quasi ertragen. Deswegen, ich mache einmal Erfrischung. Und dann mit Gumbario machen wir uns wieder stark. Und dann bashen wir in der nächsten Runde wieder 12 Schaden rein. So sieht es nämlich aus. So, das ist eigentlich ganz nice so. Blöd ist halt, dass ich den Schaden einstecken muss.
Ah, theoretisch hätte ich halt einen Hammerwurf machen können. Ne, da hätte ich den nicht berührt. Und da hätte man denselben Effekt gehabt. So, aber nächste Runde ist er down. Leute, das kriegen wir easy hin. Zack. Ja. Sollten wir nächste Runde haben. Shit. So, okay. Wir machen nochmal einen Power Jump. Und dann Gumbario, du erledigst den Rest. Sehr schön. Ja, war doch ein guter Kampf. Der war gut. Und nochmal ordentlich Erfahrungspunkte mitgenommen. Sehr schön. Was kriegen wir hier? Gibt's doch bestimmt was Schönes für uns. Ein Button. Und da geht's noch weiter. Die goldene Mitte? Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor, ne? Kennen wir ja. Ach ja. Ach, ist das cool. Oh, kann ich hier nochmal eine Frage beantworten? Quizmaster ist wieder da. Klar, let's go. Kriegt er wieder einen Sternensplitter? Dann kommen wir zur Frage. Frage. Welche Fähigkeit setzt Gumbario häufig ein? Scanner. Haha, Sprung wäre aber auch richtig gewesen. Oder? Nee, es heißt Kopfsprung. Kopfnuss oder so heißt es bei ihm. Gratulation! Hier ist dein Sternsplitter. Hey, nice. Einfach schon wieder einen bekommen. Cool. Wie oft können wir das machen? Frage ist halt auch. Gibt es hier noch mehr zu holen jetzt? Warte mal, können wir. Zack, zack. Okay, da ist nichts weiter drin. Hä, wie geil. Jetzt haben wir also unsere Teleportröhren. Sehr schön. Okay, hier ist nichts los. Papa, ja, keine Ahnung. Können wir hier noch irgendwas machen? Ich guck mal ganz kurz hier hinten, ob hier noch irgendwas ist. Theoretisch nicht. Oh. Ach ja, hier waren wir schon, ne? Hier hat man das mit dem Cooper dann geholt. Ja, wir waren hier schon, klar. Das war das mit den Fuzzis. Hehe, Fuzzis. Aber die große Frage ist halt, ist hier noch irgendwas? Was sich lohnt, dass man später wiederkommt? Nö, nicht wirklich, ne? Ich hau nochmal gegen die Bäume, aber ansonsten... Sieht nicht so aus. Okay. Ja, das heißt, wir können jetzt von hier aus in diese drei Areas reingehen. Wahrscheinlich Tottown. Wohl. Tottown. Staubtrockene Wüste und Cooperheim. Oder wo führen die anderen Röhren hin? Das ist eine gute Frage. Obwohl, wahrscheinlich nicht Tottown. Obwohl, Tottown? Ist da Tottown mit dabei? Ich könnte mir vorstellen, dass der eine halt nach, boah, wie hieß das? Gumba Dorf? Gumba? Ne, es ist nicht Gumba Dorf. Der hier führt bestimmt nach Gumba Dorf. Wie heißt das? Ah, ne, das führt in die staubtrockene Wüste, okay. Aber wir haben das jetzt quasi erscheinen lassen. Richtig? Das heißt, jederzeit jetzt schnell reisen. Und das hier führt das jetzt nach, wie heißt denn das? Gumba Fort, Gumba Fort. Jawohl, Gumba Fort. Sehr schön. Und ich glaube, warte mal kurz, ich glaube, wir haben einen Brief, ne? Haben wir nicht einen Brief für den? Oh, wir haben ganz viele Briefe. Heilige Scheiße. Wir haben auch Zaubersamen, Mondkarte, Beweis dafür, dass du Mario gegen Lee im Dojo, okay. An Merlon in Tottown. Morty in Cooperheim. Okay, wir müssen doch nochmal zurück. Morty. Gumpapa. Colorado. Colorado? Oh Mann, wir müssen noch mit Colorado nochmal reden. Eieiei, wir haben echt viele Briefe. Okay, also erstmal. Ja, ja, ich weiß, dass es Gumba Fort ist. Ich will Paracarry. Du bist doch der Vater, ne? Hallo, schön. Oh, du bist Gumpapa, stimmt's? Mein Name ist da. Ich habe hier einen Brief für dich. Guck mal, hier.
Zack. Nimm das. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit dieses Postboten nimmt nie ein Ende. Hey, danke, sehr verbunden, Herr Postoberpräsident. Oh, gute Nachrichten. Fischen ist mein Hobby und ein Freund schreibt mir, dass er eine Angeltour plant. Ich kann es kaum erwarten. Oh, es tut mir leid, dich mit Arbeit zu überschütten, aber könnte ich dir wohl einen Brief antworten? Was? Wenn es irgendwie im Bereich des Möglichen liegt, dann bring ihn doch zu einem Tod namens Mafti. Alter. Er hängt irgendwo in der Nähe des Palastes im Garten rum. Ich würde das sehr zu schätzen wissen. Toll, danke. Hier noch Sternsplitter? Wow. Soll das? Meine Güte. Frage ist, gehen wir jetzt noch weiter da unten? Weil wir können auf jeden Fall den Block noch zerstören. Gibt es hier eigentlich noch irgendwas? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Ach du Scheiße, ey. Wir haben jetzt so viele Briefe. Das kann ja lustig werden. Ich heile mich mal kurz. So, bitte einmal ausruhen. Ah, wir haben echt viele Briefe, ne? Also in Tod Town haben wir jetzt viele. Wir müssen jetzt nochmal, wir müssen ja doch nochmal zur staubtrockenen Wüste. Und zu Colorado war ja der, Colorado war der Archäologe, ne? Bin ich jetzt richtig, glaube ich. Aber ich würde sagen, jetzt mal so stepweise. Ich will euch jetzt auch nicht da zu sehr bedrängen mit dem ganzen Zeug. Ich hätte gesagt, wir gehen nochmal schnell nach Cooperheim. Da bringen wir das dem einen, der einen Schildkröte. Ich habe ja keine Ahnung, wo die ist. Ich hätte gesagt, das ist... Keine Ahnung. Bist du die Schildkröte? Oh, da wirst du nicht glauben. Mein Mann ist plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht und schon ist er wieder weg, um irgendetwas zu suchen. Dieser Cooper bringt mich doch zur Raserei. Okay, der war es nicht. Was sucht er denn jetzt? Und können wir helfen? Wahrscheinlich gar nichts. Ja, die Frage ist jetzt halt, wer ist dieser Cooper, dem wir den Brief... Gute Frage. Gibt's hier noch einen besonderen Cooper? Hä, der ist der da schon wieder? Wie viele Fragen kann ich denn beantworten? Hä? Krieg ich jetzt wieder? Ah, ich glaube rot-weiß. Jo, geil. Das war schwer. Das war echt schwer. Hä, wie krass. Wie viele Sternsplitter kriege ich denn von dem? Und wie oft kann ich das machen? Viermal habe ich jetzt schon. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie viele Sternsplitter ich von denen haben kann. So, du vielleicht? Oh. Sag, würdest du mir einen Gefallen tun? Klar. Oh, wie überaus reutlich von dir. Ich glaube, die jungen Leute von heute sind doch nicht so übel, wie man sagt. Nun denn, junger Freund, normalerweise bitte ich ja niemanden um einen Gefallen, aber vielleicht nur einen kleinen. Kannst du das Buch Legenden bei Colorado für mich ausleihen? Wenn du seine Frau fragst, wird sie dir sicher das Buch geben. Wenn es dir nicht so viel Stress bereitet, dann bitte ich dich gleich zu ihr zu gehen. Versprochen, junger Freund. Da waren wir doch gerade. Da. Wie random einfach. Wie viele Quests es einfach noch gibt. Okay. Hallo. Oh, du wirst es nicht glauben, mein Mann. Ja, der ist einfach aufgetaucht. Dieser Cooper bringt mich nicht zur Raserei. Oh, kann ich etwas für dich tun? Du führst doch einen Auftrag für den Dorfältesten aus, oder? Ja, Legenden. Ja, mein Mann hat so ein Buch. Natürlich darfst du es dir ausleihen. Lass dich von dem alten Knacker nur nicht zu sehr einspannen, Mario. Er ist bekannt dafür. Außerdem ist er ein wenig ungeduldig. Aber egal. Warte bitte einen Moment. Ich werde mal ins Bücherregal meines Mannes stöbern. So. Oh, nee. Vielleicht ist es gar nicht da. Mal gucken. Ich hab's. Meinst du dieses Buch? Nimm es ruhig. Es lag hinter dem Regal. Du hast es erhalten. Legenden ausgezeichnet. Colorados seltsames Buch bringt es zu Mikupalem. Mikupalem? Komisch, dieses Buch, es ist voller Bilder von Panzern und Übungen. Härtere Panzer in 30 Tagen. Okay. Der will wohl ein bisschen Muskelaufbautraining machen. Oder Muskelpanzertraining? I don't know. So, hier, guck mal, Opa. Legenden.
Bei den kollabierenden Kompass, du bist ein Lebensretter, Mario. Das ist genau, was ich gebraucht habe. Um dir meine Dankbarkeit zu zeigen, möchte ich dir ein kleines Geschenk überreichen. Oh, nur keine falsche Bescheidenheit, junger Freundchen, nimm es. Danke. Hast du ein Glück, du kommst genau richtig, junger Mann. Kannst du mir gefallen tun? Oh ja, wie war's freundlich von dir. Ich glaube, die jungen Leute von heute sind doch nicht so schlecht. Oh ja, gefallen, aber seit einiger Zeit schlafe ich ziemlich schlecht. Ich hätte gern ein Schläfchen, um ein wenig Schlaf zu finden. Ah, dort sollte es einen Laden geben, in dem man solches kaufen kann. Wenn es dir nicht so viel Stress bereitet, bring mir doch bitte sowas, ja? Hab ich denn sowas nicht? Und dann tu mir erstmal den Gefallen. Gott. Das wird lustig. Sowas kann man hier nicht kaufen? Kann man das nur in Tottown kaufen? Die haben doch hier auch einen Laden, oder? So, ich will aber immer noch den Brief zustellen. Bist du der Typ vielleicht? Ah, ich liebe diesen Song. Erinnert mich an das Thronparadies. Nö. Irgendwo gibt es hier noch einen Koopa, dem ich einen Brief zustellen muss. Hallo? Du. Da. Oder gibt's den hier nicht? Warte mal, ich muss mal kurz lesen. Wo ist dieser Brief? Item? Wo ist der Typ für den Brief? Nee, Morty in Cooperheim. Wer ist denn Morty? Du Morty? Willkommen, das ist der Koopa, ein günstiger Laden. Moment, wo kann ich dir dienen? Kaufen. Aber hier kann ich... Ne, das ist Verwirrung. Schwörwahr. Powerblock. Feuer. Voltuplitz. Nehmen wir mal auf. Gegner sollten ihn nicht berühren. Auch interessant. Ich nehme so ein Ding mal mit. Einfach mal so. Hä, wo ist denn der? Cooperheim. Nö, hier bin ich ja raus aus Cooperheim. Hä? Morty. Oder ist das eine Bombe? Du. Toll. Was machen die da? So, war hier war ich ja auch schon drin, ne? Das war der eine. Hä? Wo ist der? Ich hab doch jetzt alles durch. Ich hab doch jetzt mit jedem geredet. Verstehe ich nicht. Wo soll ich noch hin, Leute? In Cooperheim stand da. Und bitte, ich werde immer an dich denken. Hä, wo ist Morty, Leute? Morty. Habe ich nicht mit allen geredet jetzt? Ne, mit dir habe ich sowieso schon geredet. Du. Ja, keine Ahnung. Ja, egal. Vielleicht später. So. Dim. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier unten nochmal eins weiter. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendwas Cooles bekommen. Oder es kommt ein nächster Gegner. Ein Aufzug und drei Blöcke. Schneemann! Du hast erhalten Schneepuppe. Eisige Überraschung für alle Gegner. Angriffskraft 4. Hört sich gut an. Und eine Münze. Okay, wir haben hier einen Aufzug. Schauen wir mal. Also hier geht es erstmal weiter. Da geht es sowieso noch höher. Warte mal. Nö, das bringt, glaube ich, nichts. So, wir gucken mal hier rein. Was passiert hier? Wo kommen wir raus? Okay. Eine Treppe. Ist das klug, was ich hier mache? Hier sind ja auch schon wieder überall Röhren. Okay, wir hauen erstmal mit dem Hammer drauf, würde ich sagen. Bam, bam, zack.
Und dann du, mein Freund, machst einen Panzerwurf. Auf den da. Jo, macht auch guten Schaden. Ah. Jo, den haben wir geblockt. So, und ich mach mal einen Erdbeben. Das sollte dann reichen für die zwei. Und tschüss. Bringt auch nicht mehr so viele Erfahrungspunkte, leider. Yay, Paracoopa. So, ich ignoriere den mal hier, den Typ. Also ich kann von hier oben auf jeden Fall darüber hüpfen. Ich habe eine Röhre noch, die ich auch benutzen kann. Ich nehme aber erstmal Gumbario wieder ins Team. So, wir gucken mal kurz hier lang. Gott, das sind auch schon wieder solche. Ah! Na toll. Boah, ich dachte schon, jetzt ist vorbei. Miau. Und eine Schatzkiste. Yay. Okay, was kriegen wir hier? Kriegen wir einen Orden? Power-Hour-Orden. Mario trifft einen Gegner mit voller Kraft. Ja, was heißt das denn? Also hört sich jetzt nicht schlecht an, weil ich bin gerade sowieso sehr auf Hammer spezialisiert, aber ja, trifft einen Gegner mit voller Kraft. Der Power-Hour verbraucht nur 2 BP und verschafft einen Schlag gegen einen Gegner den nötigen Schwung. Und verschafft einen Schlag gegen einen Gegner den nötigen Schwung. Keine Ahnung. Was soll denn das heißen? Ist jetzt nicht so aussagekräftig, finde ich. Aber ich, weißt du was, ich mache mal die KP weg. Nehme das mal rein. Und den Hammerwurf nehme ich mal noch mit rein. Einfach damit ich da nochmal ein bisschen was hab. So. Dann einmal hier rüber. Zack. Aber da komme ich jetzt sowieso nicht hin. Okay. Da könnte ich hinfliegen vielleicht, ne? Das könnte mal versuchen. Ja. Oh. Hier brauche ich dann irgendwie noch einen spezielleren Hammer, glaube ich. Okay, ich gehe erstmal hoch. Aber ich will mal kurz gucken, ob ich von da oben vielleicht rüberfliegen kann. Mit Paracoopa. Paracarry. Das könnte möglicherweise klappen. Ja, so nicht. So, der Part ist leider auch schon wieder zu Ende. Mann, mach das doch! Ja, nee, es wird nix. Okay, keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Schreib's mir gerne mal in die Kommentare, ob das für später ist oder ob ich das jetzt auch schon machen könnte. Hier oben ist jetzt nichts mehr weiter, oder? Ich könnte auf den Block drauf. Nee, da passiert nichts. Nee, okay. Hier sind wir fertig. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Orden bekommen. Das finde ich nicht schlecht. Hier unten geht es auf jeden Fall irgendwie noch weiter. Brauchen wir aber theoretisch einen neuen Hammer. Ja, keine Ahnung. Ah, okay, verstehe. Alles klar, okay. Gut, schreib's für dich in die Kommentare. Ich hab's. So, da ist eine Röhre. Da ist wieder Aufzug. Da ist ein wow, Sternsplitter. Okay, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part hier weiter, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.